Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nicht frei zockt, Radsport Manager 2015. Wir sind weiter auf der Bayern-Rundfahrt. Ich klicke direkt mal weiter, gucken wir uns mal an, was hier kommt. Oh, sehr schön, Hügel. Nix für uns. Wir versuchen es aufgrund der Bergpunkte hier vielleicht auf die zwei Bergwertungen und dann, wurscht. Wie viel Rückstand haben wir denn? Wir haben uns kräftig zurückfallen lassen, glaube ich. Na, wir können es hier nicht sehen. Naja, ist ja auch wurscht. Springen wir rein, gucken wir es uns an. Also, ja, wir haben einfach nicht die Werte, um jetzt die Hügel hochzukommen. Ich hoffe, wir haben genug Rückstand reingeholt bei den ersten Etappen oder bei der ersten Etappe, dass wir jetzt, ich glaube 6 Minuten waren es, dass wir jetzt ausreißen dürfen. Ohne dass es fällt, meint, wir gehen hier volle Kanne Attacke. Und der Meinung ist, sie müssten uns einholen. Normalerweise bin ich für die keine Gefahr. Wenn sie mich fahren lassen, kann ich die zweite und dritte Bergwertung vermutlich easy gewinnen. Und im Schlussanstieg werden wir dann vermutlich von Froome, König und so weiter überholt. Mittlerweile kenne ich mich ja ein bisschen im Spiel hier aus. Es ist nämlich gar nicht mal so einfach, das alles zu realisieren, was hier abgeht. Meine Empfehlung an alle, die neu starten, fangt mit einem Puncheur an und entwickelt den zu einem Sprinter, wenn ihr das wollt, oder zu einem Etappenfahrer, wenn ihr das wollt. Nur ganz leicht hügelig. Daher wird es wohl ein sehr taktisches Rennen werden. Das Rennen findet heute endlich einmal bei strahlendem Sonnenschein statt. Warum ist die Musik eigentlich so laut? Na, ich glaube, die ist gar nicht so laut, ne? Die wird ja runtergeregelt. Ich bin nur total verpeilt, was das angeht, weil meine Lautstärke ist irgendwie immer anders am Rechner. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist nicht einmal so, dass ich sage, jawohl, ja passt. So, komm, fahr mal außen vorbei da. Warum fährt der denn ganz hinten rum? Ja, das ist, ich hasse das wie die Pest, ey. Du hast irgendwelche Pläne, wirst nach ganz hinten gestellt und dann kommt er nicht nach vorne. Jetzt versuche ich schon hier mit links und rechts an den vorbeizufahren. Glaubt ihr, der kommt vorbei? Haben wir schon Ausreißer? Wir haben noch keine Ausreißer. So, Tschüssikowski. Wie sie mir schon wieder hinterherjagen, weil sie Angst haben, dass irgendwas passiert, was sie nicht gebrauchen können. Ich find's nervig. Ich find's echt nervig. Ich bin doch so ein kleiner Fahrer, der euch überhaupt nicht gefährlich werden kann hier in diesen Fackhügeln. Warum lässt man mich nicht einfach fahren? Ah, jetzt greift da einer an. Jetzt geht's los. Ein Ausreißversuch. Das Problem ist, die lassen sie fahren. Ich habe 5 Minuten 14 Rückstand. Da könnte man doch mal sagen, scheiß drauf, lassen fahren. Aber nee, das seht ihr, man fängt schon wieder an, uns zu attackieren. Die holen uns schon wieder ein. Ich habe keine Chance. Jetzt komme ich weg. Aus irgendeinem Grund haben sie jetzt eingestellt. Na, jetzt jagen sie mich wieder. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Alter, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt lass mich mal weg hier. Ich habe 5 Minuten Rückstand. Die müssen mich doch mal fahren lassen jetzt langsam hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, der ist schon total im Arsch. Oh, das gibt's nicht, ey. So, jetzt hoffe ich, dass wir es schaffen, irgendwie hier den Abstand zu halten. So, jetzt lassen sie mich fahren. Schauen wir, ging es denen irgendwie um den ersten Zwischensprint, den sie nicht wollten, dass ich den, dass das dann Ausreißer gibt. So, ich gehe jetzt mal runter auf 60 und hoffe, dass ich trotzdem noch wegkomme.
Warum geht denn der Puls nicht runter? Ich verstehe das Spiel langsam nicht mehr. Ohne Witz. Bei 60 müsste der Puls auf 139 runtergehen. Ich müsste mich erholen. Macht er nicht. Jetzt. Und jetzt wieder hoch. Wieso muss ich mit dem Fahrer denn so weit runter? Hängt das an der, das hängt an Zähigkeiten, Ausdauer, garantiert. Ich kann mit meinem privaten Fahrer mit 65 fahren und erhole mich dabei. Und er hat einen Zähigkeitswert von 75. Der hier hat einen Zähigkeitswert von 66. Also wird es wohl daran liegen. Das ist die Zähigkeit, dass er das nicht schafft. Wir müssen rausnehmen. Es hilft alles nichts. Sonst bin ich tot, wenn wir am Berg ankommen. So, jetzt erholt er sich einigermaßen, aber viel zu langsam, ey. Und das mit einem Plus-4-Wert, den ich prognostiziert bekomme. Boah, und die Entwicklung dauert so ewig. Das ist das, was mich nervt bei dem Fahrer hier. Die Entwicklung dauert echt ewig. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Kannst den nicht gescheit aufbauen innerhalb kürzester Zeit, dass der die Werte hat, dass er auch was reißen kann. Ja, ich meine, gut, wir sind jetzt in der zweiten Saison, aber es gibt dort draußen doch Fahrer, die sind 20, 21, 22, die sind doch Welten besser wie mein Fahrer hier und das sollen Weltklasse-Fahrer werden. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Man, gut, in Bergen ist er Weltklasse. Das war's dann aber auch. Wenn kein Berg kommt, hat er ein Problem. Ihr seht's ja, ich fahre mit 55 und er erholt sich. Oh Gott, nada. Einer der Kapitäne ist gestürzt. Wir können nur hoffen, dass es keinen Einfluss auf das Rennergebnis hat. Na, wenn das mal gut geht. Hinten haben schon so, irgendwer holt uns ein. Tempo zu folgen. Massensturz im Hauptfeld. Es scheint aber so, als könnten alle das Rennen fortsetzen. Wir erholen uns nicht, irgendeiner holt uns ein. Der erholt sich dabei vermutlich und wird jetzt gleich im Berg wahrscheinlich angreifen. Oh ne, der wankt aber schon böse hin und her. Wenn wir da jetzt mal auf 75 gehen und den Berg da hochfahren. Wow, ruckel, ruckel, ruckel. Hat der hinter uns keine Chance mehr. Ja. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. So, unsere Energie droppt wie nix. Ich fahre mit 75 im Berg hoch und der bricht mir da zusammen. Das kann doch. Das ist. Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Mit 75 muss ich am Berg hochfahren können als Bergfahrer. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, ich mache hier mit dem Fahrer jetzt Dinge relaxter wie mit meinem anderen Fahrer. Und der bricht da drunter zusammen. So viel besser ist jetzt mein privater Fahrer auch nicht. Ja gut, Zähigkeit, Ausdauer ist er besser. Hügel 76, Zeitfahren 76, Berg 83. Das ist 6 Punkte ungefähr. Machen die wirklich so viel aus, ey. Das ist der Hammer. Was ist denn hier ein Punkt wert? 10% mehr Leistung. Jetzt erhol dich doch mal. Hajemine, ey. Soll ich 50 fahren, ey? Damit der Balken sich mal füllt. Komm eh nicht durch bis ins Ziel. Ist keine Chance. Wenn das Feld mal richtig Gas gibt, ihr seht's ja. Ich muss mit 50 fahren, dass der mal Energie tankt. Sonst bricht er mir noch zusammen hier vom Ziel. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja ankommen. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Wo kämpft dann sich jetzt einen ab hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So, das Hauptfeld kommt von hinten angeflogen. Die haben noch 2 Minuten 13. Bis sie mich einholen. Das da hinten ist schon richtig hardcore. Also das ist... Eigentlich ist das keine Hügelankunft. Beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht... Boah, wie die da durchfliegen. Alter, das gibt's doch nicht. Die sind noch eine Minute weg. Ich will die Wertung da vorne noch holen. Die sollen mir mal nicht zu schnell zu nahe kommen. Ich will die Dreier-Bergwertung noch. Danach dürfen sie mich hier einholen. Wir kommen jetzt zum letzten Drittel des Rennens. Nicht mehr lange. Dann wissen wir, wie es ausgeht. Oh, alter Schwede. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das Feld rast ja förmlich davon. So, der kleine Ausflug ist vorbei. Es ist pervers, ist das. Das ist absolut pervers. Das ist jetzt kein Spaß. Da vergeht dir die Lust am Fahren hier. So, wenn es jetzt reingeht hier in den Berg. Wer greift denn da an? Das ist ja kein kleiner Hügel. Das ist ein großer Anstieg und er wird von vielen Fahrern gefürchtet. Die Steigungen sind enorm. So, hier gehe ich jetzt mal Attacke. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Habe ich geholt, ha? Die Wertung habe ich geholt. Hat er verkackt, der Bergfahrer. Zu früh attackiert. Wir sind ruhig geblieben, diesmal. Aber wir haben irgendwie das Problem, uns geht gerade das Wasser aus. Da sind einige, die versuchen, sich vom Feld abzusetzen. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempo. Ich will doch nur Bergpunkte. Raffen die das denn nicht? Dass die mich da angreifen, wie die Bekloppten und alles drum und dran. Ich will doch nur Bergpunkte. Der Rest interessiert mich doch überhaupt nicht. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Das Feld hat ihnen wirklich... Boah, fahren die hier ein Tempo, ey. Das ist doch nicht mal... 70 km/h. Hallo? 70 km/h. Das geschlossene Hauptfeld hat einen Zahn zugelegt. Ja, also wir sind ja schon fertig, wenn wir den Schlusshügel erreichen. So wie die da reintreten. Zieht sich aufgrund des wahnsinnigen Tempos mehr und mehr in die Länge. Ja, da attackiert Froome wahrscheinlich. Wir fahren jetzt mit 70 hier den Hügel hoch. Und wir sind ja eigentlich ein guter Bergfahrer. Das heißt, normalerweise sollten wir es eigentlich schaffen. Eigentlich sollten wir es schaffen, wenn wir die 70, aber keine Chance. Guckt, Energie ist weg. Energie ist leer. So, können wir dann jetzt auch hochstellen auf 90. Nur noch 10 Kilometer bis zum Ziel. Können noch einen Energieriegel benutzen und können einfach nur hoffen, dass wir irgendwann da oben im Ziel ankommen. Mit über 10% Steigung. Steil bergauf. Das kostet Kraft. Ja. 77er Bergfahrer. 90 Einsatz. Quält sich hier massiv den Berg hoch. Und alle, die drumherum sind, die sprinten jetzt gleich. Dafür habe ich überhaupt keine Energie mehr. Da gibt es tatsächlich noch Leute, die sprinten können. Sein Ausreißversuch hat er sich wirklich hervorragend eingeteilt. Das ist auch Nonsens, dass so ein Koch da nochmal volle Kanne Gas gibt. Der ist bei uns im Team. Eigentlich hätte der jetzt dafür sorgen müssen, dass wir die beste Position hier noch einnehmen, in der Hoffnung, dass wir noch Punkte kriegen, aber
Könnt ihr eh vergessen. Würde mich nicht wundern, wenn wir die Führung verloren haben. Es ist einfach nur... dieser Fahrer hier, der kotzt mich so an, das glaubt ihr gar nicht. Ich verliere langsam den Spaß dran. Mein privater Fahrer, der macht mir Spaß. Den habe ich aber auch schon so weit entwickelt, er ist ja schon Stufe 20. Oder Stufe 21, aber hier, das ist... fällt mir nichts mehr ein zu. Der kann ja gar nichts. So, 2 Minuten 49 haben wir verloren. Interessiert uns aber nicht. Das hier interessiert mich viel mehr. Wir haben die Führung noch. 28 Punkte haben wir noch. Sehr schön. Wenigstens das klappt. Wenn auch nicht viel klappt. Wenigstens das klappt. Für die Bergtrikot, das fürs Bergtrikot behalten. So, geht noch ein Etappchen, oder? Ich komme ja sowieso zu nichts anderem mehr. Ich glaube, ich muss bald mal die ganzen anderen Let's Plays als beendet ansehen. Sonst habe ich die immer im Hinterkopf und will die auch noch aufnehmen. Komme sowieso nicht dazu. Ach, guck an. Wir sind Kapitän. Sowas Dummes aber auch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal festgestellt, dass wir Kapitän sind, ne? Da habe ich noch rumgeflucht nach dem Motto, wie, ich will kein Kapitän sein, ich will Bergpunkte. Aber es interessiert die ja eh nicht, was wir wollen. Die interessiert nur, setz den mal ein. Ich muss aufhören, das Ding hier privat zu spielen, glaube ich. Sonst ist das Let's Play wirklich frustrierend für mich. Ihr merkt es ja, ich bin hier nur am Rumfluchen, weil irgendwas nicht funktioniert, was im privaten Spielstand easy möglich ist. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, ich bin heute auf irgendeiner Tour im Zielanstieg mit 65 hochgefahren, habe das ganze Hauptfeld dabei 3 Minuten distanziert, habe oben die Punkte geholt, habe dann in der Abfahrt immer noch 65 ohne Energieverlust. Ja, nochmal einen Abstand erhöht auf fast 5 Minuten. Dann kamen irgendwelche Angreifer einen Berg runter. Die haben den Abstand nochmal ein bisschen verkürzt. Ich bin die komplette Etappe vorneweg mit 65 gefahren. Bin als Erster ans Ziel gekommen mit 4 Minuten Vorsprung. So Sachen funktionieren in meinem privaten Spielstand. Weil der Fahrer einfach dahingehend trainiert ist. Der dominiert alles. Der ist grandios, ja. Nur sprinten kann er nicht. Und der hier, da habe ich so das Gefühl, der kann gar nichts außer Berg hochfahren. Aber es gibt keine Berge. Egal welche Tour wir fahren, es gibt keine Berge. Meine Damen und alles Herren, Hügel. Herzlich willkommen. Die Topografie der heutigen Etappe ist eher flach und eintönig. Aber wenigstens die Teams der Sprinter werden sich nicht beschweren. Und natürlich auch nicht diejenigen, die ihnen mit ein bisschen Wagemut das Leben schwer machen wollen. Die Teams der Sprinter, ja. Also ich glaube, am Anfang musste echt sowas sein wie ein Hügelfahrer. Puncheur. Funktioniert einfach am besten. Der kann die Berge hochsprinten. Oder die Hügel hochsprinten. Da hast du Siegchancen, da hast du Hügelchancen, da hast du alle Chancen. Ah, sie geben es mir. Sie wollen mich nicht weglassen. Ja, aber so weit musste ich jetzt auch nicht zurückfallen lassen. Bleib mal schön vorne. Wir wollen die Bergwertung. Lass dich nicht zufahren. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, der Zeitpunkt kommt, da greift irgend so eine Nase an. So, wir ziehen jetzt knallhart durch und sagen uns Scheiß drauf und probieren jetzt unser Glück einfach mal. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt hier zum Start. Es geht nur darum, die 2er Bergwertung zu gewinnen. Wenn wir die haben, ist mir der Rest wurscht. Jetzt beträgt der Vorsprung der Ausreißer schon mehr als eine Minute. Einige Teammanager sind... Wo kommen jetzt die anderen da hinten angeflogen? Alles andere als einverstanden.
Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Das ist unglaublich. So, jetzt halten wir auf Abstand. Das ist okay. Da haben wir unsere Wertung. Danke, das war's. Rausnehmen, 50. Ah, die Lücke wird größer. Jetzt beträgt der Abstand mehr als 2 Minuten. So, noch was zu trinken holen. Und ansonsten hier... erholen bis zur nächsten Bergwertung. Aber die geben Gas. Versteht ihr, das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe jetzt alles gegeben, um den Berg da zu gewinnen. Wo nehmen die Kraft her, hier noch wegzufahren? Nun schiebt sich das Müssen die keine Energie tanken? Der Vorsprung wird kleiner. Ja, wir können auch vierfach schalten. Ist mir Jacke wie Hose. Hinten, die haben scheinbar keinen Bock mehr. Die lassen uns jetzt fahren. Wir gewinnen sogar noch Zeit. Sondern die vorne fahren wir langsam ran. Mit 55 frei fahren. Und erholen uns dabei noch. Das ist natürlich cool. So, hängen wir uns mal ans Hinterrad. Und denken uns, macht ihr mal. Voll assi, was ich hier mache. Aber ich bin der Führende. Ich muss nichts machen, weil wenn die attackieren wollen, müssen sie mich versuchen loszuwerden. Also muss ich keine Führungsarbeit machen. So. Koch ist gestürzt. Die lassen uns erstaunlich weit wegkommen. Wir sind schon 6 Minuten 20 vorne. Also weil wir alle über 8 Minuten Vorsprung haben, also Rückstand haben. Ich habe 8 Minuten, die anderen haben mehr. Also kann es sein, dass wir uns bis 8 Minuten wegfahren lassen. Wir holen mal was zu trinken. Ist nie verkehrt, immer genug Wasser bei sich zu haben als Fahrer. Also geht's hier den Hügel hoch, dann geht's runter und dann können wir uns langsam vorbereiten hier für die nächste Hügelankunft. Oder nächsten Hügelpunkt, doch. Dreier Bergwertung. So, 15 Kilometer noch. Jetzt nicht abhängen lassen. So, 9 Kilometer. 8 Kilometer. 7 Kilometer, 6. So, ich gebe Gas. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Und das sagt Tschüss. Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. In der Spitzengruppe gibt es einen Vorstoß. Und ziehe hier radikal durch und hoffe, dass ich es mache und ich mach's. Dann nehmen wir wieder raus. Und der Rest ist mir jetzt egal. Der Abstand wird immer noch größer. So. Dann gehen wir auf vierfach und wie gesagt, der Rest ist mir egal. Jetzt können die machen, was sie wollen. Wir haben die Punkte gemacht. 44... zu 30 hier Jackson Rodriguez. Ist der Zweitplatzierte.
Dem fahren wir gerade um die Ohren. Das ist gut so. Der Rest interessiert mich auch nicht mehr. Zielankunft, Übernahme von irgendwelchen Trikots oder irgend so ein Käse. Wurscht. Hauptfeld gibt jetzt E-Gas, wir sind eine halbe Etappe, das heißt, die jagen uns jetzt von hinten. Der kannst du ja nochmal versuchen anzugreifen, der fährt mir jetzt ein bisschen zu langsam, der will sich scheinbar komplett zurückfallen lassen. Da habe ich kein Interesse dran. Die sollen sich hinten schon anstrengen, dass sie näher kommen. Wir fahren jetzt mit 50 frei fahren, holen jetzt erstmal hier den Rodriguez ein. Weil der kann auch nicht mehr so dolle. So, wir sprinten hier aber nicht. Lass mal die holen. Wenn da einer sprinten will, soll er sprinten. Ist mir gerade wurscht. Ist schon wieder zwei auf die Nase gefallen. Was schaffen die denn da hinten? Der Grund, warum ich hier mit 50 die Führungsarbeit mache im Prinzip, hat nur einen einzigen Grund. Ich will nicht haben, dass das Feld mich zu schnell einholt. Ich will, wenn es geht, keine Energie verlieren, also das schaffe ich ja auch momentan ganz gut. Und will einfach nur hier durchfahren und einfach drauf spekulieren nach dem Motto, wenn wir am Schluss noch genug Abstand haben, dann können wir da nochmal was versuchen. Und wenn wir den Abstand nicht haben, weil die anderen uns eingeholt haben, weil sie schneller waren, dann ist es halt so. So sehe ich das. So, die arbeiten jetzt. Ich arbeite jetzt ein bisschen mit, weil wir haben die Chance durchzufahren. Und wenn wir die Chance haben durchzufahren, das wäre schon lustig. Da hätte Rodriguez die beste Chance, den Zielsprint zu gewinnen. Ja, aber das schaffen wir nicht. Und schon wieder fallen ein paar auf die Fresse da hinten. Kann mir mal einer erzählen, was sie da schaffen? So, da kommt das Feld angeflogen. So, wir machen mal ein bisschen langsamer. Tja, da hat es mich jetzt noch gesammelt. Was schaffen die denn, ey? Das Feld rast ja förmlich davon. Naja, angesichts dieser Hektik im Feld ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass es hier zu einem Sturz kommt. Mann! Das sind die letzten 15 Kilometer. Da hat es einen von unseren Leuten gesammelt und mich mit. Nur noch 10 Kilometer bis zur Ziellinie. Und die verlernt, wie man Kurven fährt oder was? So, 10 Kilometer noch. Wir nehmen unseren Energieriegel. Oder unser Energiegel oder wie auch immer. Und versuchen es nochmal. Den Sprintern ein Schnäppchen jetzt zu schlagen. Schaut sich das einer an. So ein kurzer, knackiger Antritt und die langen Gesichter bei den Verfolgern da hinten. Die Fahrer erreichen jetzt die letzten 5 Kilometer. Na, das wird nichts. Der vorne kann es schaffen, irgendwie noch. Der ist so weit weg, der kann es schaffen. Bei mir sind sie im 20-Kilometer-Bereich, das heißt, wenn die jetzt anfangen zu sprinten, da kommen sie schon, die Sprinter, dann holen die mich noch. Da hat er einfach Entschlossenheit bewiesen und kann seiner Sammlung einen weiteren Sieg hinzufügen. Ja. Fahrer ist einfach eine Lusche. Lagarde hat's geschafft, das Rennen ist gelaufen. Vorne wegzufahren und nicht mehr eingeholt zu werden. Schon ein bisschen auf die Stimmung. Wir haben die folgenden Höhepunkte für Sie ausgewählt.
Ja, da ist eine Ausreisergruppe gewesen, wo wir auch rausgerissen sind. Und hat durchgezogen. Das war ein langer Ausritt. Und der hat's geschafft, im Gegensatz zu uns. Das muss ich auch nicht verstehen, warum. Müssen wir uns gleich mal die Werte angucken, was er so für Werte hat. Ob da irgendwie super, duper, keine Ahnung was ist. Ist er nicht. Zähigkeit 65, Ausdauer 70, Ausreißer 69, Ebene 1. Gut, Ebene 71 können natürlich ein Vorteil sein, da haben wir nur 64. Und Hügel hat das immer, Hügel sind immer besser. Also ich weiß nicht, warum der es geschafft hat, 1:03 vom Sagan reinzukommen. Aber ich weiß, dass wir es geschafft haben, 16 Bugpunkte zu sammeln und Platz 1 mit 44 Punkten erstmal für uns zu sichern. Das ist ja auch schon mal was wert. So, wenn wir Glück haben, machen wir bald auch noch ein Level Up auf Stufe 15. Und das wäre natürlich Gold wert. Weil ich hoffe, dass wir dann in Hügel besser werden. Und dann noch ein bisschen was an Zähigkeit mitnehmen. Ja. Aber das darf nicht den ihr ernst sein, oder? Ist das ein Witz? Zähigkeit plus 2, Ausdauer plus 2, Ausreisen plus 1, Beschleunigung plus 2, Berg plus 1. Wieso Berg plus 1? Wir haben Bancher trainiert. Ich will Hügel. Meine Fresse, ey. Also erst ein Punkt und jetzt gar kein Punkt. Ich trainiere die ganze Zeit nichts anderes. Drei Pfeile nach oben bei Hügel. Macht er nicht. Weigert sich, Hügel zu trainieren irgendwie. Geht mir auf den Zeiger. Ja, was soll ich denn sagen? Was soll man machen? Ich weiß langsam auch nicht mehr weiter. Trainieren einfach mal ein bisschen. Trainieren mal ein bisschen Zeitfahrer. Ich meine, wir sind immerhin schon Stufe 15. Also langsam müssen wir die Werte auch mal hochbringen. Wir sind ja Etappenfahrer und nicht, keine Ahnung, irgendein Scheiß hier. Ich verstehe es nicht. Ich trainiere Climber und mache keinen einzigen Punkt in Hügel. Für was habe ich einen Monat lang trainiert oder diese ganze Stufe lang trainiert? Das macht doch gar keinen Sinn. So, da haben wir ein Zeitfahren. Das mache ich nach der guten alten schnelle Simulationsmethode. Dann haben wir das auch noch hinter uns. Gibt ja keine Bergpunkte da drin. Sind wir sogar Siebter geworden. Haben nur 13 Sekunden verloren. Ist gar nicht mal so schlecht. Der hatte 74 Zeitfahren. Wir haben 74 Zeitfahren. Und wir sind ja relativ nah beieinander. Hat bei ihm wahrscheinlich der Ebenenwert noch ein bisschen Ausschlag gegeben. So, machen wir weiter bis zur nächsten Etappe. Das ist dann die letzte. Die sehen wir allerdings im nächsten Video. Ich bin erstmal raus. Versuche mich wieder zu beruhigen, dass wir keine Punkte gekriegt haben für Hügel. Es ist keine Ahnung, wie die das auswürfeln. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, jetzt Skype zu. Interessantes Geräusch. So, ich bin raus, sag danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye.